EM-Qualifikationsspiel Türkei gegen Albanien. Eins der spannendsten Spiele, auf das ich mich am meisten gefreut habe heute. Türkei gegen Albanien ist schon von den Fans her ein geiles Game. Das Spiel war auch sehr spannend. Zur Halbzeit stand es noch 0-0. Und erst in der 90. Minute hat sich das Spiel entschieden. Tosun hat das 1-0 für die Türkei erzielt. Für Albanien natürlich bitter. Du bist schon glücklich, dass du es fast geschafft hast. Und dann kommt der Gegenschlag. Man muss aber sagen, tut mir jetzt leid für Albanien. Es ist ein gerechtfertigter Sieg. Obwohl sich Albanien das Unentschieden auch verdient hätte, nach einer guten Abwehrleistung. Aber die Türkei hat das Tor gemacht. Statistisch gesehen sieht es so aus: 15 Schüsse von der Türkei, 8 von Albanien. Eindeutig Türkei besser. Aber die Türkei hatte nur 6 Schüsse aufs Tor und Albanien 4. Albanien hat 50% aller Schüsse in Richtung Tor aufs Tor gebracht, was ein sehr guter Wert ist. 60% Ballbesitz für die Türkei, 40% für Albanien, 540 Pässe für die Türkei, 370 für Albanien, 80% Passgenauigkeit für die Türkei, 74% für Albanien. Und obendrauf, dass es von den Fans her und ein sehr spannendes Spiel war, was sich erst sehr spät entschieden hat, war es noch sehr, sehr körperbetont. 20 Fouls mit 3 gelben Karten von der Türkei und 21 Fouls mit 5 gelben Karten von Albanien, was auch zeigt, dass beiden Ländern der Sieg wichtig war. Was hat der Sieg von der Türkei jetzt in der Tabelle auf sich? Damit ist die Türkei aktuell Gruppenerster in Gruppe H vor Weltmeister Frankreich. Und Albanien ist aktuell Vierter mit 9 Punkten und die Türkei hat 18. Die Türkei hat sehr gute Karten weiterzukommen. Island und Frankreich sind da so ein Dreikampf. Und Albanien jetzt noch ein paar Siege holen, dann seid ihr Zweiter. Dritter. Ich würde Albanien gönnen, wenn sie Dritter wären, aber ich sehe schlechte Chancen dafür, dass Albanien in die EM kommt. Glückwunsch an die Türkei. Und natürlich auch an Albanien.